Also, wie mir gar nichts, um das aufzumachen. Ach. Was ist das denn jetzt für ein Ärger? Ob wir doch irgendwo durch können? Ob das da hinten vielleicht eine Luke ist? Ich probiere hier gerade noch mal ein bisschen rum. Irgendwie werden wir da schon reinkommen, glaube ich zumindest. Tja, aber wenn wir nicht schießen können, können wir das auch nicht aufmachen. Und mit nicht schießen geht dann auch nicht. Nein, da kommen wir auch nicht durch. Tja, der Stampfer hat schon alles kaputt gemacht. Das ist eine ganz tolle Leistung. Nur so richtig hilfreich ist das nicht. Komm nicht durchs Gitter durch. Wir kommen nicht durchs Gitter durch. Nope, nicht so richtig. Ja, die einzige Möglichkeit ist da unten das Gitter. Ach. Ich wollte gerade schon sagen, das wäre ja unmöglich. Ja, gut, wir haben unseren Hackerbeil wieder. Ohne den gehe ich auch nicht aus dem Haus. Rohr? Reingefallen, kein Rückweg. Das mag ich am liebsten. Verdammt. Da wollte ich gar nicht hin. Tja, sehr hübsch. Das war eine recht kurze Reise. An die Oberfläche. Ah, wir sind noch nicht weg. Gut, dass nur klein Krabi kommt. Schärfere Gegner wären auch ganz schön gemein gewesen. So, Krabi, jetzt hüpf doch endlich mal. Wo ist klein Krabi hin? Verdammt, wo ist Krabi hin? Ach. Klein Krabi ist natürlich immer genau da, wo man es nicht haben will. Hallo. Und wo ist das kleine Krabi hin? Schnell wieder weg. Ach, es ist so dunkel, es ist so gemein. Krabi! Hallöchen! Was denn? Soll ich dir etwa helfen? So, wo genau ist klein Krabi jetzt hin? Baden gegangen? Ach Mensch, das ist ja. Komm so ruhig her. Wir haben hier Kekse und allerhand Ungezieferkack. Ach. Ach da. Ich wollte gerade schon sagen. Ist ja gegen die Wand geflogen und tot, aber. Tja, wir haben nur ein einziges Brecheisen dabei. Und dürfen uns durch die verseuchten Schlammplantagen von Black Mesa schlagen. Warning, do not close outlet without closing intake. Flow control. Na gut, wo ist denn... Ach, hallo Herr Wissenschaftler, wollen Sie mir vielleicht mal sagen, was hier los war? Okay, mal kurz nach oben schauen. Bevor ich irgendetwas mache, was ich dann später bereuen werde. Oh je, ich glaube, diesen ganzen Tank werden wir entleeren. Wäre zumindest eine Vermutung. So. Sehr schön sind übrigens die Steinchen hier. Sieht alles sehr realistisch aus. Nun denn, machen wir mal hier an. Und der Wasserstand sinkt. Oder was auch immer für ein Stand. Das heißt, diese Plattform könnte jetzt nach unten gefahren sein. Oh nö. Okay. Kann ich das auch wieder anmachen?
Wenn ja, würde ich das gerne als bequemen Aufzug nutzen. Ja, das trägt Früchte. Vielleicht kurz bevor es wieder ganz voll gelaufen ist, dass ich es dann schon aktiviere, damit noch Wasser reinströmt und hat super funktioniert, wie immer. So, hoch da und ach, genau, hoch da. So, das hat gar nicht mal so doll wehgetan. Wir fahren bequem auf dem Wasser lang. Naja, Wasser, So, enger Lüftungsschacht oder was auch immer für ein Schacht. Irgendwas Schönes haben wir immer. So farbenfroh wie eh und je. Das erinnert an die blutigen Gegenden in Prey. Keine Krabbenviecher? Yay, wir werden in Kürze an eine Kanone rankommen. Nicht abhauen, warte auf mich. Irgendwelche Krabbis? Kein Krabbi. Gut, dann mit Feuereifer los. In der Hoffnung, dass hier wirklich niemand wartet. Ich denke, da gehen wir mal besser nicht rein. Vielleicht nachher. Jetzt erstmal nicht. Munition. Juhu. Wir werden bald an eine Kanone kommen. Wenn nicht hier schon eine liegt. Nein. Na gut, dann probier es auch nicht länger. Dann folge ich mal dem Wissenschaftler. Der wird schon wissen, was er tut. Ja, Ja, wir müssen an die Kanone ran und werden dann gleichzeitig hochgesogen. Was ein ziemlich blöder Plan ist. Wenn ich mal so sagen darf. Ein ziemlich blöder Plan. Hat aber funktioniert, abgesehen vom Munitionswechsel. Vielleicht sollte ich auch nicht gleich so verschwenderisch damit umgehen. Da geht es irgendwo, wo er nirgendwo hin. Und da geht es auch nirgendwo hin. So klein sind wir dann doch nicht. Da müssen wir mal wieder die gute alte Kinderarbeit bedienen. Liebe Freunde, da gibt es ein Gitter, was nicht weiterführt. Todsichere Leitung und ansonsten todsichere Aufzüge. Observation Area. Da treffen wir bestimmt auch unseren Überwacherfreund, mit dem wir uns dann hier mal munter unterhalten können. Ach, hübsch ist das alles. Ach, zum Wohlfühlen. Ob wir da mal mit drin baden sollten? So, nun denn. Wir kommen, glaube ich, nirgendwo anders hin als runter. Strahlung. Und Krabi. Für Krabi haben wir ja das. Das ist aber kein mutiertes Krabi, oder? Hallo? Mensch. Manchmal wollen die Krabis nicht unbedingt entfernt werden nach Krabi. Das hatten wir doch schon besprochen. Warum hältst du dich nicht an unsere Abmachung? Sonst ist hier aber auch wenig. Gut, für die zwei Lebenspunkte gehe ich jetzt auch nicht mehr nach oben. Maintenance Access. Da auch. Dann noch kurz den Anzug aufladen und ab dafür. Funktioniert schon mal super. Vielleicht doch die andere Seite. Hallo.
Warum nicht? Das ist doch nicht nett von dir. Wir kommen da bestimmt oben irgendwo rauf. Ganz bestimmt. Wahrscheinlich eher nicht. Und hier rein kommen wir da vielleicht. Möglich. Und hier. Nein, da geht's wirklich nicht lang. Tja, 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 tja. Dieses Gitter hat nicht weitergeholfen. Aber wir haben ja immer noch unseren Gang nach unten. Ist nur die Frage, warum lässt man uns da nicht rein? Ist durch irgendetwas versperrt. Krabi, hast du eine Antwort darauf? Ja, die Lösung ist, denke ich, hier unter der Treppe. Da sollten wir mal nachgucken. Am besten verstecken wir uns unter der untersten Stufe. Ist eine platt wie eine Flunder, aber macht ja auch nichts. Ja, Warnung, aber wenn wir hier nicht weiterkommen, warum sollen wir denn hier überhaupt hin? Verstehe ich nicht. Lass doch mal an. Gibt es vielleicht einen super Sonderknopf, mit dem man das Ganze öffnen kann? Naja, man kann nicht reinleuchten, das ist schon sehr einleuchtend. Vielleicht ging es hier auch nur ums Aufladen, wer weiß. Welche Intentionen die da verfolgten hatten. Nun gut, einfach übers Gitter klettern. War ja nicht die praktikabelste Lösung. Wo genau kommen wir nochmal her? Vergessen. Achso. So, hier konnte man sich aufladen. Hier kamen wir her. Ja Mensch, aber wir wollen doch nicht etwa den ganzen Weg umsonst gegangen sein, oder? Immerhin haben wir den Wissenschaftler verfolgt. Da oben geht's übrigens. Oder ist das ein Abflussrohr? Egal, hinkommen wir da auf jeden Fall nicht. Moment. Ob wir da hinten rein können? Da ich das nicht weiß und das gerne ausprobieren würde, weil ich ja immer alles ausprobieren möchte, würde ich auch das gerade mal ausprobieren wollen. Vielleicht kommen wir da sogar unbeschadet hin. Es wäre mal was ganz Neues. Ich glaube, wir sollen hier sogar hin. Ach, unglaublich. Ich dachte schon, das wäre eine Riesenschnecke. Ja, wir sind auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Ich habe das ganz alleine rausgefunden. Ach Mensch, was das für Endorphine wieder freisetzt. Hunderte Kubikmeter. Tja, ist hier jemand? Niemand? Hat das auch jemanden gehört? Das kannst du mir nicht verheimlichen. Vielleicht kommen wir hier rein. Das ist leider auch dicht. Mensch, dass die Tür doch immer alle so gut abschließen. Und unsere Aufgabe ist jetzt, finde 100 Schlüssel, damit du alle Türen öffnen kannst und dann den Weg zur Erleuchtung findest. Bla bla bla. Irgendwo gab es hier aber auch eine Leiter. Ah, stehen direkt davor. So, da hinten waren wir, glaube ich. Da haben wir rein... Oh, Entschuldigung. Haben wir reinguckt. Und hier geht's dann sicherlich weiter. Sicherlich. Es ist nicht gerade hell. Hm,
Ja, ohne Worte. Moment. Ich bügel gerade mal wieder meine Feder aus. Ja, dass wir natürlich dann die Leiter runtergeklettert sind und sowas, das habe ich alles nicht bemerkt.